So, so. Das heißt, du bist auch wieder anfliegbar. Ressourcen. Ich habe noch keine MK2-Dinger gebaut, oder? Nee, habe ich nicht. Weil ich nicht genug weiße Chips habe. Da war auch was mit den weißen Chips, oder? Guck mal ganz kurz. Was fehlt dir? Electronic Components. Die nicht hier hergestellt werden können, oder was? Ich gucke. Du. Rot. Blau. Ärmchen, Ärmchen. Beschränken. So, du brauchst Plastik, Tint, Copper Wire und Silicon Wafer. Plastik. Tint, Copper Wire wird irgendwo bei Bobs Zeug sein. Genau. Und die Wafer auch. Da. Haben wir die Wafer schon gemacht? Ja, haben wir. Ist die ganze Kiste voll. Und du bist auch schon fleißig am Rattern. Sehr gut. Dann mach daraus doch gleich mal eine... Mach daraus mal eine gelbe Fabrik. Und bau mal mehr gelbe Fabriken, weil du nichts kannst, weil du keinen Stahl hast und keine weißen Chips. Komm, der Kampf. Na gut, das läuft schon mal. Allerdings... Ah doch, da ist die Tint-Copper-Geschichte. Gut, 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 gut. Was macht die Forschung? Was sagen die Tränke? Wir haben 800 rote Tränke. Wir haben 500 grüne Tränke. Ich sehe keine hellblauen Tränke. Das ist nicht schön. Haben wir hellblaue Tränke überhaupt automatisiert? Ja, haben wir. Das fehlt auch nichts außer weiße Chips. Was mit ein Grund dafür sein sollte, dass ich ein bisschen Forschungsstopp mache, damit wir erstmal genug weiße Chips haben. Sonst kommen wir da echt nicht hinterher. So, und das können wir gleich hier überlegen lassen und du forderst die gar nicht erst an. Ja, gut. Hoffentlich. Genau, du bist beschränkt. Läuft alles. Wird nur alles auch gleich verbraucht. Ja. Kisten kommen bei Zeiten noch mehr, das ist in Ordnung. Forschung, wie gesagt, erstmal nicht. Du hast keinen Brennstoff. Bitteschön. Kohle wird nach unten transportiert. Was ist mit den weißen Chips hier? Hä? Hier fehlt schon wieder irgendwas. Hm? Tint, Copper Wire. Dir fehlt Tin. Warum habe ich da eine rote Kiste hingestellt? Du hättest gerne Tin Plates. Gut, damit wir jetzt zwei Fabriken haben, die weiße Chips herstellen, weil wir halt viele weiße Chips brauchen. Das wäre also auch okay. Rödel, rödel, rödel. Arbeite, arbeite, arbeite. Dann hätte ich gerne noch Stahl. So. Und dann ist das erste Gröbste erstmal aufgefangen. Ja, Strom hält sich, obwohl keine Solaranlagen laufen. Die Dinger sind echt schick. Und sollten wir definitiv noch mehr aufstellen. Dafür bräuchte ich nur ganz viel Landfill. Damit wir das hier zumachen können. Angriff rechts ist okay. Bau bitte ein... What have we done? Brauchen wir die Wasserfläche hier für irgendwas? Nein. Also mach die Wasserfläche weg. Und spiegel einfach die Dinger hier nach unten. Was nicht klappt. Hä? Ihr seid komisch. Also von unten können wir sie befüllen, aber nicht von oben. Ah, ich kann sie doch drehen. Okay. Hab mich da wohl nur schusselig angestellt. Dahin. So.
So, wie ist jetzt mit dem Wasser? 80, 90... Oh, kein Brennstoff. Stimmt, ich wollte auch noch was machen. 100 Grad kriegen die hin. Das heißt, ich brauche hier jetzt die CPP-Geschichte. C... P... P... Schiff rechts, Schiff links, Schiff rechts, Schiff links, Schiff rechts, Schiff links. Und... Wie mache ich das jetzt? Einfach mit einer eigenen blauen Kiste. Ja, was soll's kommen. Einfach du dahin, Shift rechts, Shift links. Und dann passt das auch schon. Wow, was ist echt viel Schnack. Gib mal hier ein bisschen was her, mach so. Achso, Ärmchen brauchst du auch noch, hm? Zip, zip. Und zip. Heißt, wir haben jetzt 50% mehr von den Blöcken als vorher in der Produktion. Nur weil das trotzdem anscheinend ein bisschen problematisch ist, aber das müssen wir dann später gucken. Aber die sind echt schick. 125 Pollution ist vielleicht nicht ganz so toll, aber schick. So, die da hätte ich noch ganz gerne. Und die da. So, Wasser. Immer noch 100 Grad. Strom trotz Regen und so weiter. Bei 11 Gigajoule. Kann ich jetzt dieses Problem ignorieren und mich um andere Dinge kümmern? Ich hoffe. Ich hoffe. Was für andere Probleme hätten wir denn da? Probleme nicht wirklich, aber ich würde das hier gerne loswerden. Das heißt, ich könnte... Kann ich jetzt die gelben Fabriken bauen? Brauchen wir gelbe Fabriken. Ich hätte gerne die noch besseren Fabriken. Dafür bräuchte ich nur Brass. Brass habe ich schon erforscht. Dafür brauchte ich diese Legierungsgeschichte, richtig? Electric Metal Mixing, was auch immer. Shingimadisi. Du setzt dich mal... dahin. Electric Maxing, was auch immer. Tu dich dahin. So, du stellst jetzt bitte mal her. Brass? Brass. Braucht Zink und Kupfer. Okay. Das heißt, du hättest gerne da das. Du hättest gerne Zink. Davon sollten wir einigermaßen was vorrätig haben. Da. Und Kupfer da. Ärmchen, Ärmchen beschränken auf 2 Stacks. Go. Mhm. Davon hätte ich gerne noch mehr. Also von diesen Metal-Mixing-Dingern. Dann können wir nämlich auch gleich die ganze andere Legierung machen. Könnte ein bisschen mehr Platz brauchen, als wir hier eigentlich haben, wegen der Farm. Aber Holz... haben wir 3700 im System. Das ist sehr gut. Das ist sehr, sehr gut. Gut. Forschung steht immer noch still. Haben wir inzwischen blaue Tränke? Wenn, dann unter 75. Das ist nicht gut. Fehlen mir wieder gelbe, weiße Chips? Ach nee, die versuchen erstmal alle Kisten zu füllen. Das wird sein. Das heißt, die tauchen erst im System auf, wenn die ganzen Kisten hier voll sind. Was anscheinend noch ein bisschen dauert. Na gut, dann mache ich irgendeine Forschung, die ich nicht wirklich brauche. Wie zum Beispiel Zinkerz replizieren. Go. Einfach nur, damit das hier nicht mehr ganz so voll ist mit Zeug. Und da haben wir unser erstes Brass. Das heißt, ich kann jetzt noch bessere Fabriken bauen. Wobei ich gerade recht viel Stahl verballere, aber na gut. Und ganz viele Bälle übrig bekommen. Und komische Bearings. Und noch mehr Bearings und noch mehr Bearings und noch mehr Bearings. Zeug. Ja. Aber das ist okay. Auch nachts ist Strom noch okay. Ich würde gern sehen, dass sich das Zeug hier staut. Oh, es staut sich. Okay. Sieht ein bisschen komisch aus, aber nee, ist okay. Sehr gut. Sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut.
Wobei auch das ich gerne lieber mit Kisten lösen würde. Ich weiß, es ist nicht ein besonders langer Weg und Fließbänder bieten sich ja an. Aber der Vorteil in Kisten ist halt, dass ich dann sagen kann, lager da mindestens immer 1000 Stück drin ein. Dann haben wir ein 1000 Stück Puffer und nicht einfach nur das Fließband hier voll. Was zwar auch ein Puffer ist, aber nee, sieht nicht so toll aus. So, die Boiler können theoretisch zerlegt werden dann. Die Roboter sollte ich mal umwuseln zu besseren Robotern. So, raus mit euch. Und Electric Metal Mixing, was auch immer. Dahin. So, du stellst mal bitte her. Was gibt es noch so Interessantes? Rubber aus Resin, Glas aus Sand, sind alles normale Rezepte. Bronze. Ich glaube, wir brauchen für irgendwas auch Bronze. Und Invar. Nickel haben wir allerdings noch gar nicht. Wenn ich mich recht erinnere. Das heißt, können wir das nicht machen. Und das war, glaube ich, eigentlich der Hauptgrund, weswegen wir das Ganze hier aufgebaut hatten. Tinplate und Lead. Wie jetzt? Wir können die Solderplates herstellen aus Zinn und Blei. Oder aus Zinn, Kupfer und Silber. Und es kommt jedes Mal 11 raus. Problem ist nur, das Rezept hier braucht Blei. Blei haben wir recht viel. Das Rezept hier braucht mehr Tin, mehr als doppelt so viel Tin wie das Rezept. Dafür kein Blei, sondern Silber. Und Silber haben wir sehr, 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 sehr viel. Ich glaube, ich nehme trotzdem... Ja, ich nehme das hier. Weil weniger Tin. Weil wir wissen nicht, wie schnell wir den Außenposten da langfristig halten können. Also machen wir mal so. Und hätten wir gerne eine Kiste für Tin und Blei. Da. Da. So. Du hättest gerne... Repliziere irgendwas, was keine Superkontakte braucht. Da, go. So, du hättest gerne... Nein, du hättest gerne Blei und Tin. Und du wärst gerne beschränkt auf 3 Stacks. Wir brauchen Solarplates ja doch öfters. Gut, das heißt, da das jetzt abgerissen ist, kann ich endlich das hier unten wegmachen. Was super ist. Ja, wobei dann geht das hier unten irgendwann kaputt. Weil das eh alles weg muss. Ja, komm. Ich sorge jetzt dafür. Erstmal sorge ich dafür, dass das Ding hier funktioniert. Das braucht weiße Platten. Weiße Platten, so. Die kommen bitte da rein. Ihr kriegt bitte irgendwo Strom. Hä? Achso, ihr seid schon voll. Ja. Ich wollte eigentlich Speedmodule herstellen. Dafür bräuchte ich Gold. Diese weißen Dinger hier. Gold wäre dann das Problem, hm? Ja gut, dann müssen die Sonderschmelzen dran arbeiten. Ja. Also ich will jetzt dafür sorgen, dass die Produktion von weißen Chips hier oben so schnell geht, dass ich das da unten abreißen kann. Alternativ baue ich einfach noch eine zweite Fabrik für weiße Chips hier hin. Das könnte ich zum Beispiel machen, indem ich hier einfach ein Ärmchen hinsetze und da noch so eine Fabrik hin mache. So. So. So, so. Und du forderst jetzt dieselben Sachen an wie die und du bist genauso beschränkt wie die. Du machst dasselbe wie... Was? Warum kann ich das nicht hier rauf kopieren? Achso, weil das wahrscheinlich eine zu niedrigstufige Fabrik ist. Jetzt? Jetzt. Okay. Ärmchen, Ärmchen. Blub, 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 blub. Blub, 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 blub. Sehr gut. Jetzt muss ich nur gucken, wo Mangelerscheinungen sind. Also wo was fehlt. Und das pimpe ich dann mit den tollen lila Fabriken, die wir jetzt haben. Angriff rechts. Wird irgendwas zerstört? Nö.